Willkommen im Paradies für alle Tempel-Junkies und Ruinensüchtige. Welcome to Simbriyavan. Nach 6 Stunden Fahrt in Siem Reap angekommen. Die Fahrt war jetzt vielleicht nicht so aufregend, wie man denkt. Keine Hühner im Innenraum, keine alten Omas auf dem Dach. Man konnte aber sehr viel von Kambodschas Landschaft sehen. Man sieht hier abwechselnd Reisfelder, einfache Hütten und Stelzenbauten, die darauf hindeuten, dass hier das Wasser in der Monsunzeit wohl ein bisschen höher stehen muss. Und die Snackpause war auch sehr lecker. Ich glaube, ich komme von Insekten gar nicht mehr runter. Also, hier gibt es noch leckere, ich glaube, es sind Motten. Hallo, möchte jemand einen leckeren Snack? Nom 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 nom. Sieht ein bisschen nach Ei aus oder sowas. Schmeckt wie Fisch. Also, sieht nicht lecker aus, schmeckt aber lecker. Siem Reap ist nicht unbedingt eine Stadt, die zum Verweilen einlädt, hat aber ihren eigentümlichen wilden Charme und vor ihren Toren liegen sehr viele Tempelanlagen. Das hier ist Angkor Wat, der wohl berühmteste Tempel der untergegangenen Stadt Angkor. Angkor war vor ca. 1000 Jahren die größte Stadt weltweit und von hier aus wurde ganz Südostasien regiert. Dieser Tempel entspricht von seiner Größe her einer mittelalterlichen Stadt in Europa damaliger Zeit. Dabei ist es nur eine kleine Anlage in Angkor gewesen, das eher dem heutigen Berlin oder New York von der Fläche entsprach und schon damals über 1 Million Menschen beherbergte. Damit war es ungefähr 10-mal so groß wie die berühmten Städte der Mayas. Heutzutage kann man nur noch anhand der Hunderten von Tempelruinen, von denen einige noch im Dschungel unzugänglich sind, erkennen, wie groß die Stadt schon gewesen sein muss. Ich finde es schön, dass sie überall diese sympathischen Wegweiser aufgestellt haben, damit man auch weiß, wo man lang gehen muss. Die Decke hier sieht sehr einsturzig aus. Vielen Lara Croft-Fans wird diese Kulisse vielleicht noch aus dem ersten Tomb Raider-Film bekannt sein, der einen regelrechten Tourismusboom in Kambodscha ausgelöst hat. Woran man sich bei den Tempelbesichtigungen gewöhnen muss, sind die vielen Verkäufer, die einen belagern, bevor man einen Tempel betreten kann und versuchen, einem ein T-Shirt oder ein Buch zu verkaufen. Aber wenn ich mit meiner linken Hand spreche, trauen sie sich nicht, mich ja, anzusprechen. Okay, ich lag total falsch. Sie trauen sich doch anzusprechen. So, okay, you buy my T-shirt, okay? Come by, you buy my T-shirt, okay? Book in German, okay? Ja. Das ist hier also das Paradies für alle Freunde von Tempeln und Ruinen. Und ich bin gestern so in Verzückung geraten, dass ich versucht habe, mit dem Fahrrad möglichst alle Tempel an einem Tag zu sehen und habe wieder etwas Neues erfahren, nämlich einen Schwächeanfall. Welcher Depp kommt auf die Idee, seine Tempeltour in Kambodscha auf die heißeste Zeit des Jahres zu legen? Puh. Okay, das ist wirklich eine sehr steile Treppe. Ich kann nicht mehr. Ich komme da nicht mehr drauf. Okay, nie wieder über Katja nach. Versprochen. Mann, wieso gibt es hier keinen Wind? Ja, aber Sonne. Sonne gibt es genug. Ich ziehe mich etwas zurück. Ich kann nicht mehr. Ich muss schlafen. Egal wo. Nach 2 Stunden bin ich aufgewacht, als ein Touristenpärchen anfängt, mich zu fotografieren. Und ich hoffe, ich tauche jetzt nicht irgendwo im Internet als der Tempeltrunkenbold auf. An den Rückweg kann ich mich jetzt kaum erinnern, außer an einen Zwischenfall in einem Getränkeladen, wo der Verkäufer mir ein Getränk namens Boost verkaufte, was die dementsprechende Wirkung auf meinen Mageninhalt hatte, leider im Geschäft. Und hier haben wir ein paar kambodschanische Wombats, die sich ganz besonders durch ihre Klettergewandtheit auszeichnen. Haben auch viel längere Schwänze als die in Tasmanien. So, ich muss dann wieder. Bis die Tage.
Also so langsam schwirrt mein Kopf und alle Tempel verschmelzen darin zu einer riesengroßen Ruine. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel auf einmal. Erstaunlich, aber jetzt bin sogar ich Tempel gesättigt. Für mindestens 10. Naja, sagen wir 5. Vielleicht ein Jahr.